Herzlich willkommen im Labor Bioverfahrenstechnik der Hochschule Esslingen. Die Hochschule Esslingen bietet zwei Biotechnologiestudiengänge an. Zum einen den hochmodernen und sehr aktuellen Bachelorstudiengang Biotechnologie und den berufsbegleitenden Masterstudiengang Biotechnologie, den wir gemeinsam mit dem Springer Verlag Springer Campus anbieten. Die Studierenden in diesen Studiengängen werden sehr praxisnah und fundiert ausgebildet. Dazu stehen 5 verschiedene Labore zur Verfügung. Wir haben im Bereich Biotechnologie das Labor Biochemie mit Aufarbeitungstechnik, dann das Labor Molekularbiologie mit Mikrobiologie, das Labor Zellkulturtechnik, ein Biotechnikum und dieses Labor hier, das Labor Bioverfahrenstechnik. In diesem Labor Bioverfahrenstechnik lernen unsere Studierende, wie man mit Hilfe von Mikroorganismen biologische Produkte herstellt. Biologische Produkte sind zum Beispiel moderne Pharmazeutika wie rekombinante Proteine. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Insulin. Biologische Produkte sind aber auch Antibiotika oder hochwertige Feinchemikalien wie zum Beispiel Aminosäuren oder Vitamine. Sie sehen hier das Herzstück des Bioprozesses, den Bioreaktor. In diesem Bioreaktor werden die Mikroorganismen kultiviert und sie produzieren dabei die gewünschten biologischen Produkte. Als Mikroorganismen können wir Bakterien einsetzen oder auch Hefezellen oder auch Mikroalgen. In unserem Labor Zellkulturtechnik können Sie darüber hinaus auch humane und tierische Zelllinien kultivieren. Unsere Studierenden lernen in den Laborveranstaltungen im Studiengang Biotechnologie, wie sie mit Hilfe dieser Bioreaktoren dann diese Mikroorganismen kultivieren und diese biologischen Produkte herstellen. Dazu gehört die Herstellung der Nährmedien, die Vorbereitung des Bioreaktors und die Sterilisation der Nährmedien und des Bioreaktors. Dann führen sie die Vorkulturen durch. Mit Hilfe der Vorkulturen werden dann diese Bioreaktoren inokuliert und dann sind sie zuständig für diese Hauptkulturen, die dann circa 1 bis 2 Tage lang dauern. Sie sehen hier, dass da sehr viele Sonden eingebaut sind, zum Beispiel eine Sonde, die den Gelössauerstoff misst, dann eine pH-Sonde und eine Temperatursonde. Damit die Mikroorganismen hier wachsen können, müssen diese Größen auch geregelt werden. Zum Beispiel muss die Temperatur bei Escherichia coli Bakterien auf 37 Grad Celsius geregelt werden. Die Grundlagen dazu lernen die Studierenden im Fach Mess- und Regelungstechnik. Die Studierenden ziehen dann auch regelmäßig Proben und mit Hilfe dieser Proben werden dann Größen gemessen, die für die Prozessanalyse sehr wichtig sind, zum Beispiel die Biotrockenmassekonzentration, dann auch die Substrat- und Produktkonzentrationen. Aus diesen Größen können dann anschließend charakteristische Prozessparameter wie zum Beispiel Ausbeutekoeffizienten oder auch spezifische Raten bestimmt werden. Ein wichtiges Ziel der Bioverfahrenstechnik ist es, dass diese biologischen Produkte mit einer möglichst hohen Raumzeitausbeute produziert werden. Dazu gibt es Forschungsprojekte und studentische Projekte, in denen wir zum Beispiel die Nährmedien optimieren oder auch Zudosierstrategien für den Fettbatch-Betrieb entworfen. Wir haben darüber hinaus noch andere wichtige Geräte in diesem Labor, zum Beispiel diese Sicherheitswerkbank, die Sie hier sehen, oder auch Laminar Flow Werkbank genannt. Mit dieser Laminar Flow Werkbank können mikrobiologische Arbeiten unter sterilen Bedingungen durchgeführt werden. In diesem kleinen Raum hier sehen Sie dann noch den Autoklaven. Dieser Autoklav ist wichtig, damit dann die Nährmedien und diese Gefäße oder Bioreaktoren vor deren Verwendung sterilisiert werden können.
Hier sehen Sie zwei Lernstationen, die wir im Fach Mess- und Regelungstechnik einsetzen. Mit diesen Lernstationen lernen die Studierenden, wie man PID-Regler zum Beispiel für die Füllstands- und Durchflussregelung parametrieren kann. In diesem Inkubationsschüttler können Mikroorganismen auch im kleinen Maßstab kultiviert werden. In diesem Inkubator stellen wir zum Beispiel die Vorkulturen her, die wir für die Inokulation unserer Bioreaktoren verwenden. Unsere Mikroorganismen erhalten wir aus unserem Nachbarlabor Molekularbiologie. In diesem Labor lernen die Studierenden unter anderem, wie man mit Hilfe von Klonierungsmethoden Mikroorganismen so verändert, dass sie die gewünschten Produkte herstellen. Wir befinden uns hier im zweiten Raum des Labors Bioverfahrenstechnik. Hier sehen Sie weitere Bioreaktoren in unterschiedlicher Größe. Ein wichtiges Ziel der Bioverfahrenstechnik ist es, die gewünschten biologischen Produkte auch im großen industriellen Maßstab herzustellen. Dieser Scale-Up können wir hier im Labor untersuchen, mit Hilfe von Bioreaktoren im Milliliter-Maßstab bis hin zum 30-Liter-Maßstab. Hier sehen Sie unseren größten Bioreaktor mit dem Volumen von 30 Liter. Dieser Bioreaktor ist hochautomatisiert und wird mit Hilfe einer SCADA-Software überwacht und gesteuert, die Sie hier sehen können. In einigen Fällen liegen die gewünschten Produkte intrazellulär vor. Ein bekanntes Beispiel ist Insulin. Um an das Produkt heranzukommen und das weiter aufzureinigen, müssen die Zellen zunächst einmal aufgeschlossen werden. Für den Zellaufschluss haben wir drei verschiedene Möglichkeiten. Einmal den Hochdruckhomogenisator, dann den Ultraschallhomogenisator und eine Rührwerkskugelmühle. Beim Hochdruckhomogenisator wird die Zellsuspension unter hohem Druck durch einen sehr schmalen Homogenisierspalt gepresst, prallt dann anschließend gegen eine Prallplatte und bei diesem Vorgang entstehen so hohe Scherkräfte und mechanische Kräfte, damit diese Zellen dann schließlich aufgeschlossen werden können. Nach diesem Zellaufschluss müssen die Produkte dann weiter aufgereinigt werden, bis am Schluss das reine Produkt vorliegt. Diese Aufreinigung wird im Labor aufarbeitungstechnisch gemacht. Ein zentrales Verfahren in der Aufarbeitungstechnik ist die Prozesschromatographie. Hier sehen Sie verschiedene Chromatographiesäulen und eine Prozesschromatographieanlage, die wir in diesem Labor einsetzen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, wie spannend das Feld der Biotechnologie ist. Unsere Studierenden können sich in den Bereichen Bioprozess- und Anlagentechnik oder molekulare Biotechnologie weiter vertiefen. Unsere Absolventinnen und Absolventen sind sehr gefragt und können in den verschiedensten Bereichen eingesetzt werden. Vielen Dank.